Hallo, herzlich willkommen bei Drehmoment. Ja, das ist mein Abschiedsvideo hier vom Polestar 2. Meine Leasingzeit geht zu Ende, der Wagen muss abgegeben werden. Eine Verlängerung war nicht möglich. Ja, erste Schlussfolgerung, die ich ziehe, 2 Jahre Leasingzeit sind mit einem so tollen Auto einfach zu wenig. Da hätte ich mich gleich für eine längere Zeit entscheiden sollen. Alles Weitere, was ich so erlebt habe und wie mein Resümee ausfällt, erfahrt ihr jetzt in meinem Abschiedsvideo. In den 2 Jahren mit dem Polestar hatte ich nie irgendwelche Probleme. Tja, und damit könnte das Video auch schon gleich wieder enden. Naja gut, das wäre ein bisschen sehr wenig. Also, warum habe ich mich überhaupt für den Polestar entschieden? Damals bei der Auswahl, muss ich sagen, war es einer der wenigen Formate im Limousinenformat. Halt ein flacheres Auto, nicht ein hohes SUV oder einen hohen SUV. Ich habe neulich den Begriff Sea of Sameness dafür gehört und fand das sehr schön, das Meer der Gleichheit. Also es gibt ja einfach so unzählig viele SUVs, die elektrisch angetrieben sind und ich finde das Format einfach nicht schön. Der Wagen hier hat mir schon besser gefallen und auch dieses minimalistische, skandinavische Design immer wieder. Also jedes Mal, wenn ich zum Auto zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ach, das ist einfach ein schönes Auto. Ich bin zwar nicht mit der Farbe so glücklich, das war nicht meine Wunschfarbe, musste ich nehmen, was noch zu haben war, aber an dieses Thunder, das dunkelgrau, habe ich mich dann doch irgendwann auch gewöhnt und fand es ganz schön eigentlich. Viele Leute haben kritisiert, oh, der Wagen ist mir zu eng, da kriege ich ja klaustrophobische Anfälle auf dem Fahrersitz. Ich kann diesen Kritikpunkt verstehen, aber nicht unbedingt nachvollziehen, also ist nicht meiner. Ich sitze hier, finde ich, sehr, sehr bequem, aber nicht eingeengt. Ich bin 1,85 Meter groß, kann hier sehr gut sitzen, mir den Sitz meinen Wünschen entsprechend anpassen und habe genug Platz nach oben, bei den Beinen, zur Seite, hier zur Ablage. Das fand ich nie beengt. Und ich fand das Format des Autos auch schön. 4,60 Meter ist eine gute Länge, 1,86 Meter bei der Breite und 1,47 Meter hoch, halt nicht so ein ganz hohes Auto. Und dennoch dann genug Platz für Stauraum, also vorne unter der Front Raum für die Ladekabel. Das fand ich immer sehr praktisch, da nicht im Kofferraum rumwühlen zu müssen. Und im Kofferraum ein praktischer Trenner, wenn man weniger mit hat, dass es nicht verrutscht. Plus genug Platz unterm Boden, auf dem Boden für Gepäck. Und für uns als Familie zu dritt, Vater, Mutter, Kind und Hund, war hier drin immer genug Raum. Gut, hinten sitzen ist bei der Beinfreiheit so eine Sache, weil ja hier unten eine Art Kardantunnel, ist natürlich kein Kardantunnel, sondern Platz für die Batterie in der Mitte durchläuft, aber den Hund hat es nie gestört und die Tochter saß dann links davon und ich saß ab und zu, weil die Tochter mittlerweile fahren darf, auch mal hinten und fand das sehr schön, weil von hinten kann man dieses wunderbare Glaspanoramadach ganz wunderbar genießen, die Aussicht nach oben. Also wirklich ein gelungenes Design. Ja, wir sind häufig lange Strecken mit dem Wagen gefahren, also häufiger von Hamburg in den Süden der Niederlande. Das war eine Strecke so 550 Kilometer, war einmal ein guter Test, oh, schafft man es mit einem Ladestopp oder nicht. Wir haben es in der Regel mit einem geschafft, egal bei welcher Witterung. Wir waren von Norddeutschland im Urlaub in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Problemlos diese langen Reisen und man muss sagen, an der Route du Soleil in Frankreich vorbildliche Rastplätze, da kann sich Tank und Rast mal eine Scheibe abschneiden. Wunderbar ausgebaut, genug Lader. Bei der Anfahrt schon konnte man bei manchen den Preis sehen und die Raststätten geräumig, großzügig vom Gelände her. Freizeitmöglichkeiten auf einem gab es einen Bullplatz, einen Basketballplatz, einen Kletterberg, genug Auslauf für den Hund, dass man mal schön spazieren kann. Es war sauber und gepflegt und auch ein gutes gastronomisches Angebot. Also das hat mit dem Auto echt Spaß gemacht und da waren die Ladepausen dann auch entsprechend kurz. Also der Wagen lädt ja hier mit 150 kW in der Spitze. Wenn der Wagen leer ist oder sagen wir mal, man unter 10% anschließt, hat er recht schnell 155 kW jetzt in der Anzeige und das hält er auch so bis 36%, dann sinkt es langsam ab. Und das ist der einzige Punkt, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe. Kaum hatte ich diesen Wagen, kam das Modelljahr 23 raus und wie das so ist, es konnte mehr. Es hatte mehr Leistung im Motor, mehr Reichweite in der Batterie und eine höhere Ladeleistung. Und vorne die Front ist jetzt nicht mehr so ein Wabengitter, sondern ist eine geschlossene Fläche, wo die Sensoren sind. Naja, und das erinnert mich so an die Situation früher, wenn man sich einen Computer gekauft hat. Kaum hatte man ihn aus dem Laden geschleppt, gab es die nächste Prozessorgeneration, die mehr konnte. Man hat sich geärgert. Und im Grunde ist das natürlich hier auch bei den E-Autos so der rote Faden. Man hat sich für einen entschieden und dann kommt der nächste, der schon wieder besser ist und mehr kann. Also eine sehr gelungene Entscheidung hier war, auf Android Automotive zu setzen, beim Infotainment-System für eine Marke, die ja relativ klein ist, die ja relativ eigenständig agieren konnte, losgelöst vom Mutterkonzern Geely. Also in Göteborg durften die Ingenieure relativ frei entwickeln. Und da dann zu sagen, wir setzen auf ein Betriebssystem, was es schon gibt, wofür es dann auch viele Apps gibt, fand ich einen sehr schlauen Schachzug. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell an Google Maps als Navi gewöhnt, fand das großartig, weil auf einmal mit meinem Google-Konto kannte das Auto alle Adressen, wo ich jemals war. Und es war ein leichtes, das dann einzugeben, wo ich hin möchte. Einziger Punkt, der mich so ein bisschen stört, ist, dass man bei einer Ladeplanung, die ja inzwischen auch super macht, auch genau sagt, wie oft wie man laden muss auf der Strecke, wie lange es dauert, wie viele Lader dort sind, mit welcher Leistung, welche Zahlungsanbieter akzeptiert werden. Also die Infos bei Google Maps sind großartig. Und es wird auch die Belegung der Säulen angezeigt. Nur das nützt mir bei der Ladeplanung wenig, wenn ich erst in 1,5 oder 2 Stunden dahin komme. Da würde ich mir wünschen, dass ich kurz vorher hier nochmal so ein Pop-up auf dem Monitor habe, wo gesagt wird, immer noch 4 von 4 frei oder 3 von 4 und es lohnt sich rauszufahren. Oder er mir sagt, alles belegt, du kannst noch eine weiter, ich mache eine neue Routenplanung. Also da würde ich mir noch so ein bisschen eine dynamischere Routenplanung und eine bessere Information zur Auslastung wünschen. Aber ansonsten ist Google Maps großartig, der Google Assistant als Sprachassistent ist dabei und der Google Play Store für weitere Apps. Und das ist natürlich auch super spannend, weil dann Leute einfach ihren Wünschen entsprechend das Auto anpassen können. Also wer Google Maps doof findet, der nimmt halt hier A Better Route Planner, wer darauf steht. Also das ist ja wirklich ein sehr detaillierter Routenplaner, wo man an ganz vielen kleinen Schräubchen drehen kann und seinen Wünschen es anpassen kann, diese Routenplanung. Oder ich habe installiert Easy Park als Park-App. Weil jedes Mal, wenn ich die App benutzt habe, habe ich beim Losfahren irgendwie vergessen, die Parkdauer abzubrechen, zu beenden und musste mal die Höchstparkdauer zahlen. Hier ist es so, man fährt los und er beendet damit die bezahlte Parkzeit. Sehr praktisch. Und natürlich jede Menge noch Radio- und Podcast-Apps. Also das ist schon eine große Auswahl. Und es ermöglicht die Software natürlich auch Updates. Also es sind ein paar Sachen gekommen, die ich mir lange gewünscht habe. Also beispielsweise konnte ich anfänglich nicht das Ladelimit verändern. Also ich habe natürlich eingestellt irgendwie 80% dauerhaft. Dann war ich auf einer langen Strecke unterwegs, habe an der Autobahn geladen und merke, oh Mensch, mit meinem Mittagessen hier, das dauert länger. Ich bleibe noch ein bisschen. Der Wagen kann auch über die 80% vielleicht laden, weil da steht jetzt keiner, da sind noch 4 andere freie Säulen. Ich kann also beruhigt weiterladen. Dann musste ich immer zum Auto laufen und da im Display der Ladelimit verschieben auf 100. Das geht mittlerweile von der App. Kann ja auch mal der Fall sein, dass man andersrum haben will, vergessen hat zu begrenzen und man will jetzt nur irgendwie auf 80 oder 90, kann man das von der App, also von da, wo immer man ist, es machen. Fand ich einen guten Sprung. Und die Angaben vom Navi, wann man da ist und wie weit es noch ist, werden jetzt auch im Fahrerdisplay gezeigt. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich sehe in Orange eine Fahrzeit und in Orange heißt, das ist bis zum nächsten Ladestopp. Wenn sie grün angezeigt wird, das ist bis zu meinem Ziel. Und daneben stehen noch die Kilometer und auch die erwartete Ankunftszeit. Also ich habe hier in diesem kleinen, relativ kleinen Display alles, was ich brauche als Fahrer, sehe meinen Maps-Ausschnitt, ich sehe, wie schnell ich gerade fahre und ich sehe, wie viel Energie ich noch habe in Kilometern und Prozent und auch meinen aktuellen Verbrauch. Also so, ich glaube, das sind so grob der letzten 50 Kilometer. Ja, Thema Verbrauch. Also ich liege jetzt so bei rund 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei den letzten rund 8000 Kilometern. Da ist leider mal zwischendurch gelöscht worden. Vermutlich war ich das selber. Also ich habe jetzt rund 30.000 Kilometer in den 2 Jahren runter und kann jetzt aber nur den Wert für die letzten 18 und 18,3. Das ist schon ganz okay. Und im Sommer ist dieser Wagen super. Also mit Sommerreifen, der nicht so großen Stirnfläche als Limousine und guten hohen Temperaturen liege ich auf einer Autobahnstrecke gern mal bei 17 oder auch noch sogar drunter Kilowattstunden bei der Reise. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber der Winter ist ein echtes Problem, und das ist natürlich jetzt nicht Polestar-spezifisch, das geht natürlich anderen ganz genauso. Und der Wagen hat eine Wärmepumpe, ja, aber es war halt so, wenn ich hier drin nicht frieren wollte und Winterreifen drauf hatte, dann war ich immer locker über 20 Kilowattstunden, auch gern mal bei 22 bei einer längeren Strecke. Das ist schon relativ viel, und ich muss auch sagen, im Winter ist die Restreichweitenberechnung und Anzeige sehr, sehr ungenau. Er sagt dir dann, du hast noch 300 Kilometer, aber die schaffst du nicht ansatzweise. Also da könnte die Berechnung ein bisschen präziser werden, und ja, ich weiß nicht, dieses Winterdilemma, das ist natürlich jetzt irgendwie Physik. Also das wird schwer zu lösen sein, weil eine Batterie es einfach gerne warm hat. Die hat es gern zwischen 25 und 30 Grad, und dann muss halt Energie in dieses Aufwärmen der Zellen gehen. Und ich möchte im Winter bei Minusgraden auch nicht hier drin frieren. Ich möchte es auch warm haben. Also das wird noch eine große Herausforderung für die Autoingenieure. Eine Kleinigkeit noch zum Gangwallhebel, aber das betrifft eigentlich auch alle Autos, die ich so teste. Ich finde es komisch, dass man, wenn man vorwärts fahren will, den Hebel nach hinten zieht. Also intuitiv würde ich sagen, damit wähle ich den Rückwärtsgang. Aber ich habe jetzt mal drauf geachtet, das ist in anderen Autos auch so. R steht oben, N für neutral, D für Drive. Und man muss dann immer nach vorne drücken, um rückwärts zu fahren, und nach hinten, um vorwärts zu fahren. Ist eine Kleinigkeit, ist mir nur mal beim Wenden in 3 Zügen, wenn man schnell Gänge wechseln muss, passiert, dass ich ein bisschen durcheinander geraten bin, weil ich intuitiv halt nach vorne, nach hinten schalten wollte. Können sich die Ingenieure ja vielleicht mal überlegen, ob da was drin ist. Und weil man beim Schalten zum Gangwallhebel schaut, würde ich mir wünschen, dass diese 3 Buchstaben R, N und D dann beleuchtet sind und ich sehe, in welchem Gang ich bin. Das ist hier nicht der Fall. Ich muss in mein Display gucken, da sehe ich es, da sind sie dann orange beleuchtet. Das heißt, ich muss eigentlich blind schalten und dahin schauen und weiß dann, in welchem Gang ich bin. Wie gesagt, ist nur eine Kleinigkeit. Große Dinge gab es hier an dem Auto eigentlich nicht zu meckern. So, und jetzt ist es ja mittlerweile so, Polestar war ja so ein One-Model-Wonder für lange Zeit. Es gab nur den Polestar 2, den 1er lasse ich jetzt mal raus. Das war ja ein Hybrid und auch sehr, sehr teuer. Also war das einzig wirklich reine Elektroauto. Und das ändert sich nun im Herbst 2024, ziemlich zeitgleich kommen der Polestar 3, ein SUV, und der Polestar 4, ein SUV-Coupé, wo ich aber auch sagen würde, na, der hat aber auch was von einer Limousine, wenn man sich die Bilder anguckt. Und den habe ich mir dann auch als geeigneten Kandidaten, als Nachfolger hierfür mal angeguckt, muss aber leider sagen, da ist die Leasingrate aber doch schon deutlich teurer geworden. Was natürlich daran liegt, dass in den 2 Jahren die Zinsen gestiegen sind. Elon wie wild ja an den Preisen bei Tesla an der Schraube gedreht hat und seitdem die Leasinggesellschaften ein bisschen konservativer kalkulieren bei den Restwerten und es auch keinen Umweltbonus mehr gibt. Den habe ich natürlich hier bei diesem Wagen noch bekommen. Von daher war das ein super Angebot da vor 2 Jahren und ich hätte einfach länger abschließen sollen für 3 oder 4. Ach ja, man lernt nie aus, und das war halt meine Premiere, mein erstes Leasing-Auto. Von daher wusste ich es einfach nicht besser und war ein bisschen zögerlich zu sagen, ich nehme es gleich für 3 oder 4 Jahre. Wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, welches E-Auto soll es werden, also den Polestar 2 kann ich euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, jetzt mit dem neuen Modelljahr ist auch mehr drin im Paket von allem, also mehr Reichweite, mehr Ladeleistung, mehr Motorleistung. Ich habe hier den Frontantrieb, das ist jetzt ja ins Heck gewandert, wenn man nur einen Motor hat. Hatte mit dem Frontantrieb nie ein Problem, weder im Winter noch im Sommer noch bei regennasser Fahrbahn. Also ich habe da nie einen großen Nachteil gespürt, aber Polestar hat sich ja nun mal entschieden, den Antrieb nach hinten zu verlegen. Es ist nach wie vor ein schönes und gelungenes E-Auto. Wen es interessiert, was ich über den Polestar 3 und 4 geschrieben habe, ich setze die Links zu meinen Artikeln mal in die Videobeschreibung. Ja, das war's. Ich sage Tschüss zum Wagen und zu euch. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen hoch, und wenn ihr es noch nicht habt, auch über ein Abo meines Kanals Drehmoment. Da werden ja weitere Videos kommen, wenn ich mal wieder Testwagen habe und damit auf Tour gehe. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.